Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Folge Let's Play Single Ladies 19 aus Bella Italia. Neuer Morgen, also Francesco hat gesagt, ich soll es liegen lassen. Das wäre zu spät gewesen. Ich bin um kurz vor 10 runtergekommen von dem Feld und das wäre ihm dann zu spät gewesen. Er sagte, wir müssen heute, haben sie jetzt 7, wir müssen heute ziemlich früh anfangen mit Ernten. Denn der Weizen ist reif und wir müssen quasi zusehen, dass wir den ja mehr oder weniger vom Acker bekommen. Also werde ich das auch tun. Ich werde mir jetzt mal hier unseren Vorführdrescher nochmal schnappen und dann werden wir kurz mal den Weizenacker hier direkt am Hof selber sowie den Weizenacker etwas weiter unten. Also quasi Richtung Talsohle haben wir auch nochmal einen Weizenacker. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen... Also früh am Morgen. So. Und die beiden müssen wir jetzt mal runterbeißen. Mal gucken, ob und wie weit uns das gelingt. Ich hoffe komplett. So. Und um das Stroh, sagt, da können wir uns kümmern, wenn wir... quasi mit der Ernte durch sind. Jetzt, ne, weil jetzt soll bei den beiden Feldern soll auf jeden Fall der Stroh, oh Gott, gehäckselt werden und nicht, ja gut, okay, jetzt ist das Schneidwerk natürlich direkt in, okay, lassen wir einfach so, gehäckselt werden und nicht aufgesammelt werden. Oh, ich kann direkt hier stehen lassen, perfekt. So, das mache ich doch auch mal. Ich lasse den mal hier stehen. So. Müssen wir natürlich mal kurz den Drescher gleich umbuddeln. Wir können ihn schon mal aufmachen. Den schon mal auf. Und machen mal die Strohablage aus. So. Dann das Schneidwerk mit. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ne, wir machen das direkt von der Einfahrt aus. Das sieht gut aus. Bei dem Feld hier kann er natürlich jetzt hier, man sieht's, kann der Drescher natürlich noch besser zeigen, was er kann. Weil das ist ja ein deutlicher oder ein deutliches Hangfeld. Bin gespannt. Das andere Feld ist, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt mal hier gucke, ich glaube, also grob angepeilt müsste es die Richtung sein. Da müssen wir dann als nächstes hin, sobald der jetzt hier runter ist. Wickelmaschine hat er gestern Abend nicht mehr gekriegt. Eigentlich sollte er gestern Abend noch einen Ballenwickler, wollte er besorgen. Für die Quaderballen, hat er aber nicht mehr gekriegt. Das heißt, er ist auch schon überlegen, ob er diese Ballen ja komplett vergisst, könnte man schon fast sagen. Also ob er sie wirklich... irgendwie jetzt irgendeiner Kompostierung oder sowas zufügt, weil mittlerweile jetzt über Nacht liegen geblieben und ja. Keine Ahnung, irgendwie steckt der Teufel im Detail bei dieser Wiese, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll er sich darum kümmern. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir hier Weizen geerntet bekommen und dass wir dann als nächstes, ich glaube der Roggen ist auch erntereif, meine ich. Wenn ich das richtig weiß. Und ich glaube sogar, Mais ist erntereif.
Weiß sollte ja eigentlich oder soll gehäckselt werden. Zumindest so viel ich weiß. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was geändert hat. Eigentlich wollte er das gehäckselt haben. Mal gespannt, ob wir da noch zu kommen. Aber wenn ich jetzt auch noch hier Mais fahre mit dem Häcksler, wird das Ganze hier ja noch heftiger. Das sieht gut aus. Ja, er soll sich einen Drescher kaufen. Ich glaube, der ist für seine Felder hier mehr als geeignet. Ja, ich meine, Maishäckseln, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ist jetzt nicht so der Aufwand. Er hat ja den großen Joskin, den Silo Space. Er hat ein Durchfahrsilo, also wo wir einfach nur reinschmeißen quasi. Bedeutet also, dass das, ja, ich sage jetzt mal, das Häckseln dauert jetzt nicht Ewigkeiten. Das geht eigentlich relativ zügig von der Hand, sage ich jetzt mal. Aber ich bin eigentlich hier, um zu ernten und nicht um jetzt zu häckseln. Klar, brauchen du das, gar keine Frage. Aber mal gucken. Er sagte nur, es wäre reif. Also er sagte jetzt nicht, wir müssen jetzt dringend bei. Sondern er sagt eigentlich nur, es ist reif und wir können. Oder es ist häckselbar. Ja. Also mal gucken. Ich warte einfach ab, was er sagt. So, das war jetzt Bahn Nummer 1. Ich drehe mal sicherheitshalber um. Ich weiß jetzt nicht genau, wie voll der Korntank ist. Wir können mal ganz kurz. Ah, okay. Gute Drittel ist schon voll. Die haben jetzt zum Glück den Vorteil, ich könnte theoretisch zum anderen Feld runterfahren und es auch dreschen. Wenn jetzt so ein bisschen was im Drescher bleibt, ist das nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Schneidwerk angekoppelt zu dem Feld runterkomme. Da müsste ich gerne nochmal gucken, wie da genau der Weg ist. Weil sonst muss ich das Schneidwerk wieder aufladen und muss mit dem Schneidwerk dann am Feld wieder abkoppeln. Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ich jetzt hier so einen Privatweg hätte, der einfach nur durchführt, wo ich direkt an dem Feld rauskomme und nicht unbedingt über die Hauptstraße muss, kann ich ja auch einfach mit dem Schneidwerk angekoppelt runterfahren. Also quasi landwirtschaftlichen Weg. Ja, ein bisschen einfacher. Aber komm. Ich muss sowieso gleich nochmal, wenn ich hier fertig bin, fragen, wo das Feld genau ist. Ich weiß, dass das irgendwo da unten in der Sohle liegen soll, aber wo genau? Mir jetzt nicht mehr so sicher. Oha, der wird gleich voll sein. Ich fahre jetzt noch, also das hier fertig und dann fahre ich die Längsbahn, so wie ich jetzt gerade fahre. Ich glaube, das ist ganz angenehm, quer zum Hang zu fahren, als immer wieder rauf zu müssen, runter zu müssen.
Gerade mit der Neigung vom Drescher ist es, glaube ich, so ganz angenehm. Okay. Na, ja, das passt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er tatsächlich keine Meldung gibt. Also, da gibt es schon andere Drescher, die ja noch nicht ganz so modern sind wie er, aber die geben auf jeden Fall ein akustisches Signal ab, wenn sie voll sind. Macht der jetzt nicht. Das stört mich gerade so ein bisschen. Ja, weil da muss ich mal so ein bisschen gucken, wie ich jetzt hier gerade klarkomme. So, Moment, wir müssen mal. So. Ja, der Lamborghini steht da vorne immer noch. Das kommt davon. Francesco wollte rausfinden, was da jetzt genau Sache ist. Hat das aber noch nicht. Und jetzt steht der Lamborghini hier einfach rum. Schmuddelig. Wie sonst was. Und geht nicht voran, ne? Was soll ich da tun? Das ist halt nicht meiner, ne? Ich hätte mich schon lange darum gekümmert, dass ich den zumindest vielleicht jetzt in der Ernte nochmal zurückkriege, dass ich da zumindest nochmal irgendwie mit der Presse oder sowas unterwegs sein kann. Jetzt mal kurz hier. Ich muss eigentlich. Ich stehe mit voller Hochdruckreiniger im Weg, ne? So gut wie. So ein bisschen zumindest. Passt. So. Eigentlich wäre gut gewesen, jetzt genau andersrum rauszufahren. Weil da wäre ich bei der Feldeinfahrt rausgekommen. So muss ich jetzt gucken, dass ich hier. Schön wäre jetzt hier eine Einfahrt, aber hier habe ich keine. So muss ich jetzt einmal rum und wieder halb den Berg hoch, ne, weil hier überall ja noch dieser alte Zaun ist. Aber gut, nützt nichts, müssen wir durch. Da ist der Anhänger leer, das heißt, er kommt hier auch gut hoch. Steht genau andersrum. Zu weit weg, so. Nee, geht. Erste Fuhre. Oh, ich denke mal so. Oh. Ein, zwei Anhänger mit Glück, die wir voll kriegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Kommen wenigstens einiges zusammen. So. Und weiter geht's. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. Gut. Ich würde aber sagen, ich mache den Acker hier. Wow, wir machen mal ein bisschen weiter. Und für euch soll es das voll schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze hier anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.